Hi und herzlich willkommen zum Freitagsvideo. Ich bin heute irgendwie, auch wenn ich ein bisschen müde bin, produktiv. Darum versuche ich heute 4 Videos hinzubekommen. Also Daumen drücken. Also das letzte Video wird wahrscheinlich dann so ein Sabber, Sabber, Sabber. Aber gut. Ja, ich habe noch eine, mir ist noch was eingefallen. Ja, also für mich ist es ja so, dass ich jemand bin, ich kaufe sehr viel online ein und das zum einen, weil ich nicht so gerne rausgehe, aber zum anderen, weil Online-Sortiment besser ist. Und jetzt ist es so, dass meine Mom aber die typische Ladenkäuferin ist. Die sagt immer, wir müssen sofort im Laden und im Laden ist es besser und überhaupt und ja. Und dann war es vor kurzem so, dass meine Mom sich eine Tageslichtlampe kaufen wollte. Und das ist so eine Lampe, die simuliert das Sonnenlicht, damit man auch in den Winterzeiten etwas mehr, also die Lux bekommt. Die Lux sind ja der Wicht, irgendein Bestandteil vom Sonnenlicht. So. Ja. Und da wollte meine Mutter unbedingt eine haben. Ey, wenn ihr wüsstet, hier unter unserem Türspalt kommt so ein komischer Duft gerade hoch, so eine Mischung aus Rosenparfüm mit Sauerkraut, mit Knödel mit irgendwas. Also ist echt nicht schön. Aber nun gut. Und ein bisschen Kloputzmittel ist auch noch dabei. Weil heute wurde bei uns Klo geputzt und wenn man dort nur so ungefähr einen Schritt macht, ist das Klo und ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Also nicht so prickelnd. Ja, aber auf jeden Fall wollte meine Mutter so eine Lampe haben. Und dann hat sie mich so gefragt, ja, wie machst du das, wenn du was suchst? Weil ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Tablet und ja, und dadurch weiß, bin ich ja gerade auch wieder selbst am Suchen. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich denn gerade so suche. Und dann habe ich so zur Mama gesagt, schwierig. Dann hat sie zu mir gesagt, ob ich denn nicht online mal gucken könnte, ob ich was finde. Dann habe ich so zu ihr gesagt, nee, ich glaube, es ist klüger, wenn du im Laden gehst. Weil, und das ist, was ich jetzt für mich persönlich gerade in letzter Zeit feststelle, ist, wenn du irgendwelche Sachen online kaufst, die Rezensionen sind irgendwie immer komischer. Also unhilfreich, würde ich es jetzt am ehesten nennen. Also komplett am Thema vorbei. Also ich habe vor kurzem ein Münzalbum kaufen wollen und dann stand da in den Rezensionen tatsächlich ernsthaft, aber dadurch ist mein Taschengeld auch nicht höher geworden, habe ich mir gedacht. Das ist eigentlich auch nicht das Ziel von einem Münzsammelalbum, dass dein Taschengeld höher wird, sondern dabei wird es eher niedriger, weil du ja immer eine Münze wegsteckst, damit du die hast in der Sammlung. Und ja, also das habe ich dann nicht gekauft, habe ich immer noch auf der Suche gefühlt. Ja, weil ich früher mal eine Weile lang immer so aus dem Urlaub die Münzen gesammelt habe und die sind uralt, aber die liegen irgendwo. Oh Mann, die müsste ich auch erstmal suchen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ich bin jemand, ich lese mir die meisten Rezensionen durch und zwar die schlechtesten, damit ich weiß, was so das Schlimmste ist, was mit dem Gerät passieren kann, was die schlimmste Situation ist, was das ist, was überhaupt nicht geht. Und ja, dann hab ich eben trotzdem noch geguckt, ob es beim Euronics was gibt, weil der ist ja bei uns in der Nähe. Und da hat meine Mutter dann auch eine Lampe gefunden, habe ich auch was gefunden, die habe ich meiner Mutter wieder zugeschickt. Und sie hat dann diese Lampe gesehen, aber die ging für sie nicht, weil sie mit LED-Licht war. Und dann hat sie aber weitergesucht und hat tatsächlich auch noch was anderes gefunden, nämlich mit Röhren. Das ist ihr dann so wichtig und ja. Aber als wir dann darüber geredet haben am Abend, ist mir bewusst geworden, dass es heutzutage richtig schwer ist, nicht online zu bestellen. Weil diese Lampe zum Beispiel hätten wir jetzt, wenn wir jetzt zum Euronics gegangen wären oder zum Mediamarkt, hätten wir erstmal fragen müssen, könnt ihr genau diese Lampe, weil die hat meine Mutter sich ausgesucht, bestellen. Dann heißt es in den meisten Fällen nö. Dann auf der anderen Seite, wenn man was sucht, also ich zum Beispiel, wenn man nicht etwas Spezifisches sucht, ich suche gerade eine Ladestation für ein Gerät. Und habe dann gefragt und habe gefragt, habt ihr sowas oder sowas in der Art, ist egal welcher Hersteller. Und dann hieß es, nö, sowas gibt's gar nicht. Dann habe ich gesagt, doch, doch, gibt's schon. Dann hat der Mitarbeiter recherchiert im Internet und hat gesehen, ja, doch, gibt's schon, aber uns gibt's es halt überhaupt nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, es ist wirklich schwer. Es ist richtig schwer, heutzutage an Sachen ranzukommen, die nicht gerade 0850 sind.
und die nicht Dauer benutzen, also die nicht immer gekauft werden, sowas wie ein Kühlschrank oder ein Herd, ein Telefon, Handys, Tablets und so Zeug. Und da ist es schon so, dass ich mir dann für mich gedacht habe, das ist eigentlich doof und auch unvorteilhaft, weil damit machen sich ja die Läden vor Ort das Geschäft selbst kaputt. Also der Online-Markt hat alles gefühlt, weil da kriegst du immer irgendwo irgendwas. Zum Beispiel ist es so, dass ich als Kind immer gerne Knoblauchzehen gegessen habe, eine ganz bestimmte Art. Und die gab es dann immer bei einem Laden in der Nähe. Und der hat die dann aus dem Sortiment genommen. Und dann war es das. Und dann haben sie nur noch so ganz komisch im Angebot gehabt. Und die wollte ich dann nicht. Dann habe ich vor ein paar Monaten hat meine Mutter einen Prospekt zufälligerweise sie wiederentdeckt. Dann wollte ich die da bestellen. Die waren aber sauteuer. Und dann habe ich online geguckt. Da habe ich 3, 4 Klicks und dann hatte ich es online für die Hälfte vom Preis, Lieferung. Heute sind sie da, 5 Packungen bei mir. Und ich sage, super. Aber wenn ich das bedenke, wie viel einfacher das ist, verstehe ich natürlich, dass viele Leute sagen, ich will mir nicht den Umstand machen und losziehen und suchen und überhaupt, sondern dann gehe ich halt online gucken. Und ich finde es so schade für die örtlichen Händler, die normalen, die dann natürlich kein Geschäft machen. Aber für wen, wo es mir persönlich richtig leid tut und wo ich auch sage, das ist auch was, wo ich auch dann eher tendenziell, oh, gute Idee eigentlich, da kommt mir gerade eine Idee, wo ich dann auch sage, das hat für mich ein, das will ich lieber nicht, ist dann zum Beispiel die Fachhändler. Leute, die wirklich wissen, was sie da verkaufen, die dir wirklich eine richtige Beratung auch geben können, die nicht nur sagen, die dir nicht nur gefühlt dann die Karte, die neben dem Gerät steht, einmal runterrattern und du dir denkst, schön, das hätte ich auch selber lesen können, aber gut. Vorleshilfe ist auch was, aber eben dir nichts wirklich dann darüber sagen können, wie zum Beispiel, wie ist es, wenn du das und das machst und kann das auch das und das? Und das ist dann so die Sache, wo ich dann sage, es ist schade, dass die Fachhändler heutzutage nicht mehr unterstützt werden und nicht mehr Unterstützung haben, weil alles heutzutage aufgrund von Bequemlichkeit und Einfachheit online bestellt wird. Und da fehlt mir dann aber auch ein bisschen die persönliche Komponente im Sinne von, wenn ich eine Frage habe, ich kann nicht bei Amazon drunter schreiben und wie ist es mit der Akkulaufzeit in echt? Läuft es denn dann wirklich auch 2 Stunden oder ist es dann wirklich, ist es nach einer Stunde leer? Und dann muss man sich wieder Videos angucken und ja, da gibt es Möglichkeiten, aber am Ende vom Tag können die mir dann auch nicht sagen, kribbelt es in der Hände. Und da bin ich dann an einem Punkt, wo ich sage, ich finde es schwierig gerade. Ich will auf der einen Seite den Fachmarkt unterstützen, auf der anderen Seite mag ich aber auch die Einfachheit des Bestellens. Tja, ich denke, am Ende vom Tag für mich persönlich ist gerade so die beste Sache, so eine Balance zu halten. Auf der einen Seite also den Fachhändler unterstützen und zu fragen, oh, entschuldigt, und den zu fragen, was er mir empfehlen würde und wenn er was hat, ist doch zu kaufen. Aber auf der anderen Seite eben auch den Online-Markt, wo ich, wenn ich seine Sachen sind, wo ich weiß, die gibt es zum Beispiel dann dort nicht. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht und wie es bei euch ist. Und vielleicht der eine oder andere von euch wohnt ja in einer größeren Stadt und kann mir dann sagen, wie es in Großstädten ist. Ich kann nur sagen, wie es hier bei uns in einem etwas kleineren Städtchen ist. Und ja, schreibt mir gerne auch in die Kommentare. Das war jetzt die falsche Hand. In die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an diebell.tretmeitoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.